Egal, wie es dir jetzt gerade geht und egal, in welcher Situation du jetzt gerade drin steckst, kannst du dir ein besseres Leben vorstellen? Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch in dein Leben ziehen. Ich weiß, dass wenn wir in einer beschissenen Situation sind, fühlen wir oft Enge in uns. Wir fühlen uns frustriert. Wir fühlen, dass wir nichts daran verändern können. Und wir haben das Gefühl, wir kommen da nie raus. Es wird für immer so bleiben. Und glaube mir, das stimmt nicht. Nichts in diesem Leben ist für ewig. Alles ist ständig in Veränderung. Auch wenn du schon seit 8 Jahren, seit 10 Jahren, seit 12 Jahren in einer Situation steckst, wo du das Gefühl hast, du kommst da nicht raus. Die Zeit, die wir hier auf der Erde verbringen, ist so gering. Sagen wir mal 80 Jahre, die gehen so schnell vorbei. Auch wenn es sich jetzt gerade sehr lang anfühlt. Was ich aber sagen möchte, dass wenn du in einer Situation schon seit langem steckst und nicht rauskommst und das Gefühl hast, das wird für immer so bleiben und ich habe es nicht in der Macht, vielleicht fühlst du dich ohnmächtig der Situation gegenüber, ist auch das gerade eine sehr, sehr wichtige Lernerfahrung für dich und für deine Seele. Wie fühlt sich diese Ohnmacht an? Kannst du mit dieser Ohnmacht bleiben, ohne sie wegzudrücken? Da gibt es so ein schönes Bild auf Instagram, wie wenn ich es finde, blende ich es ein. Also in meinen eigenen Worten, jemand schickt dir Dämonen und weiß aber gar nicht, dass du diese Dämonen im Griff hast. Diese Dämonen sind die dunklen Worte, die dunklen Gedanken, die dunklen Erinnerungen, das Gefühl der Ohnmacht, des Frustriertseins. Und anstatt dich von ihnen runterziehen zu lassen, mit diesen sitzen zu bleiben, ihnen zuzuhören, was sie dir zu sagen haben. Und was ich dir sagen möchte, ist, wenn du es gewohnt bist, nur Enge zu spüren, nur Frust zu spüren, nur diese Traurigkeit, diese vielleicht auch Wut, vielleicht ist da auch Hass, diese Ohnmacht, dann ist es oft im ersten Moment sehr schwierig, sich zu erlauben, Weite zu spüren, Freude, Enthusiasmus, Motivation, Inspiration, Dankbarkeit, Freude. Das ist oft schwierig. Gerade wenn wir aus einem Haushalt kommen, wo wir mit einer Familie aufgewachsen sind, wo immer viel Enge war, viel Traurigkeit, viel Ohnmacht, viel Erniedrigung, dann geht das weiter. Ne? Viele denken, wenn wir heiraten, dann wird's besser. Ne? Wenn ich ausziehe, wird's besser. Wir nehmen aber leider die Energie mit, weil sie in unserem Nervensystem gespeichert ist. Natürlich nimmt nicht jeder das mit und behält es bei. Manche haben die Möglichkeit, sich zu verändern. Je nachdem, wie du darauf reagierst. Jeder reagiert anders auf die Erfahrungen, die er im Haushalt hatte. Es gibt manchmal zwei Menschen, die in der gleichen Familie aufwachsen, die das gleiche Negative erleben. Und der eine hat danach trotzdem ein glückliches Leben und der andere eher ein negatives. Warum? Woran liegt das? Es liegt in unserer inneren Einstellung, wie wir die Situation bewerten. Und diese innere Einstellung, wie wir die Situation bewerten, wie wir damit umgehen, also dieses, wie wir die bewerten, hat Einfluss auf unsere Glaubenssätze, was für Glaubenssätze dann entstehen. Wie wir das bewerten, unsere Situation genauso, hat Einfluss auf unsere inneren Überzeugungen. Und deshalb geht jeder anders mit einer gewissen Situation um. Auch wenn es die gleiche ist, nicht jeder geht negativ damit um, beziehungsweise nicht jeder übernimmt es so negativ und nimmt es weiter mit in seinem Leben. Es bedeutet niemals, dass derjenige, der besser damit klarkommt als der andere, dass der schlauer ist, dass er besser ist, dass er weiter ist. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet aber nur für dich, wenn du immer noch diese Negativität in dir hast und das Gefühl hast, ich komme da nie raus, dass das jetzt für dich eine Lernaufgabe ist, die dich stärker macht. Dass du die Möglichkeit hast zu überlegen, wer bin ich? Du bist ein Körper hier auf dieser Erde, der eine Seele hat. Und wir gehen davon aus, dass Gott uns erschaffen hat. Und dass, als Gott uns erschaffen hat, er ein Teil von sich in uns eingehaucht hat. Das heißt, du bist ein göttliches Wesen. In dir ist ein Stück Göttlichkeit. Und diese Göttlichkeit erlebt alles durch deine Augen. Und diese Göttlichkeit ist sehr wertvoll. Das bedeutet, dass du sehr wertvoll bist. Das bedeutet, dass du es wert bist, Freude zu empfinden. Das bedeutet, dass du es wert bist, ein wunderschönes Leben führen zu dürfen. Das bedeutet, dass es für dich möglich ist, ein erfülltes, befriedigendes Leben zu führen, auch wenn es gerade null
danach aussieht. Die Möglichkeit ist da. Das Leben ist voller Wunder. Und wenn wir erlauben, dass diese Wunder in unserem Leben Platz haben dürfen, dann kann es auch zu dir kommen. Deine Situation kann sich so schnell auflösen, dass du es nicht glauben kannst. Du kannst es nicht glauben, dass du es endlich hinter dir hast. Und jetzt frage ich dich und ich entlasse dich damit aus diesem Video. Was ist es für ein Gefühl, wenn du dir vorstellst, dass plötzlich diese Geschichte, in der du lebst, die negativ ist, vorbei ist und du in einem schönen Leben bist, so wie du es dir gerne vorstellst, wie du es gerne hättest. Und das andere ist Geschichte. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ohne negative Konsequenzen. Es ist vorbei und es geht dir gut. Es ist vorbei und es ist alles friedlich. Es ist vorbei und du fühlst dich weit an, zufrieden, dankbar. Das Leben ist schön, du könntest das Leben umarmen. Wie fühlt sich das bei dir an? Und wenn du sagst, boah, ich kann es nicht glauben, dann, weil es dir einfach schwerfällt, diese Emotionen in deinem Körper zuzulassen. Und das ist in Ordnung, es ist kein Fehler. Stell dir einfach vor, dein Körper ist ein Gefäß und es ist wirklich ein Gefäß, voller Emotionen. Anscheinend sind diese Emotionen dunkel, niedrigschwingend. Wir bewerten jetzt hier nicht, also ich bewerte jetzt trotzdem, wenn ich sage dunkel und niedrigschwingend, aber unser Ziel ist es oder unsere Absicht ist es ja, höher schwingend zu sein, etwas heller, leichter zu sein. Und das machen wir, indem wir Schritt für Schritt vorgehen. Stell dir vor, in diesem Gefäß ist jetzt ganz, ganz, ganz viel Dunkelheit. Und du lässt diese Dunkelheit tröpfchenweise raus aus dir und lässt tröpfchenweise schöne Gefühle rein. Immer mal hier und da ein bisschen Freude. Immer mal hier und da ein bisschen Dankbarkeit. Immer mal hier und da ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch besser werden könnte. Dass du es eventuell doch wert sein könntest, dass dein Leben besser sein kann, weil du ein göttliches Wesen bist. Weil du es dir wert bist. Wayne Dyer schreibt tolle Bücher. Zieht euch mal seine Bücher rein. Er sagt, wenn wir uns das wert sind, und wir sollten es uns wert sein, weil das die Göttlichkeit in uns ist. Und die Göttlichkeit möchte sich durch uns erfahren. Und die Göttlichkeit möchte nicht, dass du dich klein machst. Sie möchte nicht, dass du das Gefühl hast, nur in diesem Niedrigschwingenden feststecken zu müssen. Wenn du anfängst zu denken, okay, ich bin geliebt, ich bin wirklich geliebt und so wertgeschätzt von der Essenz, die mich erschaffen hat, dass ich es verdiene, in einem wundervollen Leben zu sein, ohne negative Konsequenzen, mit Freude, mit Dankbarkeit und mit Leichtigkeit. Es gibt auch für mich einen Ausweg, auch wenn ich ihn gerade nicht sehe, aber es ist möglich. Kannst du dich dafür öffnen? Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, wenn du von mir begleitet werden möchtest. Link ist unten, melde dich gerne bei mir. Bis bald zu einem der nächsten Videos.